Das Ödland sieht leer aus, doch es gibt viel zu entdecken. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute schauen wir uns die Top 10 Fallout-Missionen an, die ihr bestimmt noch nicht gefunden habt. The rebuilding of this great nation of ours may fall to you. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. Für diese Liste legen wir unseren Pip-Boy an und suchen die besten Fallout-Missionen, die den meisten Spielern auf ihren Streifzügen durch das Ödland entgangen sind. Falls ihr eine der Missionen bereits gefunden habt, seid ihr richtig gut. The Fiends, a group of raiders freaked out on Kims, stole my last shipment before I could get it into Vegas. I could sure use some help getting it from them. Nummer 10, Spectacle Island, Fallout 4. Die einen lieben es, andere hassen es, aber die Möglichkeit, eigene Siedlungen im Commonwealth zu bauen, ist ein zentrales Game-Element bei Fallout 4. Einige Spieler haben es wohl aber verpasst, ihre eigene Inselfestung zu besitzen. Um diese Siedlung freizuschalten, muss der Spieler das halbgesunkene Boot finden und dort den Schalter umlegen, der die Meyerlurk-Königin aufweckt. Erledigt sie und erhaltet dann die größte Siedlung im ganzen Spiel. Der perfekte Platz, um eure Ausrüstung zu bunkern, euch zurückzulehnen und den Sonnenuntergang zu genießen. Nummer 9. Im Schafspelz. Fallout 4. Viele Spieler legten das Spiel nach der Hauptmission in den Schrank. Doch es gibt noch eine weitere Nebenmission, die erst nach Abschluss der Hauptmission freigeschaltet wird. Geht zurück nach Diamond City, findet den jungen angeschossenen Danny Sullivan und hört euch seine Geschichte an. Er wurde vom Bürgermeister angeschossen, nachdem er sah, wie sich der McDonough mit einem Thins unterhalten hatte. Geht nun zum Büro von McDonough und ihr seht, dass er seine Sekretärin als Geisel hält. Es stellt sich heraus, dass Piper die ganze Zeit recht hatte. Der Bürgermeister ist ein Sins. Wie ihr mit dieser Aufdeckung umgeht, ist ganz euch überlassen. Good job taking down that backstabber. Nummer 8. Agathas Lied. Fallout 3. My, my, my. You certainly do look a little bit worn out from your travels. Das Ödland ist ein unschöner Ort, aber ein wenig mehr Musik würde ihn erträglicher machen. Damit das geschieht, kann sich der Spieler dazu entscheiden, einer alten Dame namens Agatha zu helfen. Der einsame Wanderer muss lediglich ihre alte Violine wieder beschaffen. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn sie liegt in Vault 92. Dort hat Vault-Tec die weltbesten Musiker untergebracht und geheime Experimente an ihnen durchgeführt, um ihre Aggressivität zu steigern. Natürlich ging das Experiment schief und man muss sich seinen Weg durch Vault 92 freischießen, um an die Violine zu gelangen. Am Ende gibt es dann aber einen neuen Radiosender. Oh my goodness, I must see it, please. Nummer 7. Qualitätssicherung. Fallout 4. Greetings, Unit 761. Welcome to the General Atomics Quality Assurance Department. Es gibt eine Firma, die noch zwielichtiger ist als Vault-Tec. General Atomics. Diese Mission führt euch in den Keller ihrer Fabrik. Beim Betreten wird der Spieler fälschlicherweise für eine Miss Nanny gehalten und muss mehrere Aufgaben erledigen. Man muss ein Kind bestrafen, indem man das Radio ausmacht, es beruhigen, indem man ihm ein Fläschchen gibt und einen Raum von für Kinder gefährliche Gegenstände befreien. Wenn alles erledigt ist, wird man mit einem prall gefüllten Safe belohnt. Macht das nicht Lust auf eigene Kinder? Nummer 6. Der violette Vorhang. Fallout 3 Point Lookout. Bevor die Bomben fielen, waren Spionage und politische Spannungen an der Tagesordnung. In dieser Mission bekommt der Spieler einen Einblick in diese geheime Welt. Nachdem man die Überreste eines chinesischen Spions gefunden hat, muss der Spieler Zeugen beseitigen, indem er ein U-Boot versenkt, bevor er in einem Bunker seine Bezahlung erhält. Überlebt man diese anschließende Bezahlung, erhält man eine einzigartige Waffe als Belohnung. Nebenbei hat man noch den kompletten Bunker für sich und seine Ausrüstung. Nummer 5. Junge im Kühlschrank. Fallout 4. I can hear you. Get me out of this thing. I want out. Menschen haben die Apokalypse auf verschiedene Arten überlebt, doch dieser toppt alles. In der Nähe von University Point hört ihr Hilferufe. Bei genauerem Hinhören erkennt ihr, dass die Rufe aus einem Kühlschrank kommen.
Als die Bomben fielen, suchte der kleine Billy dort Unterschlupf und wurde eingeschlossen. Durch die Strahlung mutierte er zum Ghoul und überlebte hunderte Jahre gefangen in diesem Kühlschrank. Eure Aufgabe ist es, ihn zurück zu seinen Eltern zu bringen oder auf dem Weg dorthin an die Gunners zu verkaufen. You sold me, you asshole! Nummer 4. Schweigen ist Gold. Fallout New Vegas. Now you start talking real clear, and I mean fucking crystal clear, because I'm about to lose my patience. Der New Vegas Strip ist Zufluchtsort einiger widerlicher Gestalten, doch die Omertas stechen heraus. Diese extrem knifflige Mission nimmt euch in die Tiefen der Unterwelt und eure Aktionen entscheiden über den Ausgang der Mission. Man muss seine Handlungen gut überlegen, um eventuelle Alternativen nicht für immer zu sperren. Zugegeben, um an den Pimp Boy 3 Milliarden sein eigen zu nennen, sind einige Anstrengungen nötig. Aber schaut ihn euch an, er ist es wert. Oh, is that right? Well, I guess if he's gone, he's gone. I don't need to know anything more than that. Nummer 3. Unser kleines Geheimnis. Fallout 3. Why, hello there. I heard there was someone new coming. How can our little family help you? Ausnahmezustände können das Schlimmste im Menschen hervorrufen. Geht es um Leben oder Tod, gehen manche Menschen über Leichen. So ist es auch in Endale, einer kleinen Idylle mitten im Ödland. Die Menschen scheinen freundlich zu sein, doch in den Kellern herrscht das Grauen. Lindenstraße trifft Texas Chainsaw Massacre. Wenn ihr sie nicht besiegen könnt, dann macht doch einfach mit. Look, Stranger, I'm not angry. I just want you to tell me the truth. If you can't do that, then I'd think you'd best head out of town. Nummer 2. Blutsverwandtschaft. Fallout 3. I don't recognize you. New in town or something? Das Ödland hat einige fiese Gestalten im Betto. Ghouls, Supermutanten und gefährliche Todeskrallen. Muss man sich dann auch noch mit Vampiren herumschlagen? Zugegeben, es sind keine richtigen Vampire, aber fast. In der Siedlung Arifu haben die Bewohner Probleme mit einer Gruppierung namens der Familie. Kannibalen, welche es auf Menschenblut abgesehen haben. Lösche sie heraus, helfe ihnen Arifu anzugreifen oder handle einen Frieden aus. Alles ist möglich. Sorry, the wells run dry. Come on back soon. I may have some stuff for you. Nummer 1. Jenseits des Fleisches. Fallout New Vegas. My deepest apologies for the slightest inconvenience. You have my assurance that everything will be returned upon your departure. Wir wissen, dass das Ödland in puncto Essen nicht wirklich viel zu bieten hat, aber um Himmels Willen hört auf, andere Leute zu essen. Besucht das Lachs Casino in New Vegas und erkundet die Geheimnisse rund um die Feinschmecker. Früher galten sie nämlich als Kannibalen, doch kehrten sie diesem Leben den Rücken. Trotzdem will eines der Mitglieder die Gruppe dorthin zurückführen. Helft ihm dabei oder werdet selbst zum Buffet. You got me my boy back. I got no words. Now, I hope you didn't do no harm to whoever's responsible for this. I want to skin their hides myself. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10, abonniere einfach WatchMojo Deutschland.